Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Nächster Tag, mir geht's wieder besser, Kopfschmerzen sind fort und ich mache jetzt einfach weiter mit der Aufnahme. Also, eine neue Aufnahme, ich habe jetzt es nicht über Nacht laufen gelassen. Jetzt ist die Frage, wo finden wir die Frau? Das war doch. Nein. Ich bin jetzt vielleicht in der Taverne. Aber die müsste doch irgendwo hier sein. Meinte ich. Vielleicht ist hier noch was. Ich denke, da müsstest du doch das sehen. Ich muss mal kurz schauen. Der Vindalwald. Da fehlt mir noch eine Statue. Kehr zu Kantorin zurück. Das können wir machen. Statue des Friedens. Bringe Kienans Ehefrau seinen Ring. Du hast Kienans Ehering zurückgeholt. Er hat dich gebeten, sie seiner Frau Nida in der Stadt Amaranthin zu bringen. Jetzt ist die Frage, wo ist Nida? Vielleicht in der Kirche. Das kann sein. Oder sie ist. Nein. Ich denke immer bei dem Schild. Da müsste doch. Euer Blick verrät mir, dass ihr keinen besonderen Wert auf meine Anwesenheit legt. Ich frage mich einfach, wie sich ihr und euresgleichen Adlige nennen können. Das kommt mir wie bitterste Ironie vor. Wir mögen Ironie. Außerdem geht Adelige einfach leichter über die Lippen als Unterdrücker. Ihr seid ja so witzig, Mensch. Aber nicht doch. Ich würde es niemals wagen, euch aufzuheitern, Herren. Ach. Ich mag die beiden. Bereuet und habt Vertrauen. So wird der Segen des Erbauers euch Frieden bringen. Ja, verzeiht, wenn ich da mal was abgeben muss. Vielleicht ist sie in der Kirche. Ich sehe noch kein Ausrufezeichen, also eher weniger. Alma. Alma's Rally, Flüchtling, Aufzeichnungen. Genau so wird es geschehen. Quest aktualisiert. Knorrenwaldhügel, die längst vergrabene Vergangenheit. Finde Darren Lales Schatz. Den Unterlagen der Kirche zufolge hat Darren Lane bis zu seinem Tod in einem kleinen Haus außerhalb der Stadt gelebt. Möglicherweise ist sein Schatz noch dort. Ehrwürdige Mutter, vielleicht weiß die Wo haben etwas. Die Brüder mein Buch hingelegt? Ich sollte sie für ihre Anmaßung auspeitschen lassen. Habt ihr schon eure jährliche Spende an die Kirche geleistet, Sir? Nein, werde ich auch nicht machen. Flüchtling, vielleicht noch in der Taverne. Wir müssen mal schauen. Stadtwache, Adliger, Bohm. Weshalb Bohm? Was für ein wundervoller Baum. So kräftig und voller Leben. Ich hätte niemals gedacht, so etwas in einer Stadt der Schemlen vorzufinden. Die Natur findet immer einen Weg. Ja, das tut sie. Ihr erkennt ihn vielleicht nicht, aber das ist ein Dalamythel, ein Baum Mythels. Die Stäbe unserer Hüterinnen werden aus diesem Holz geschnitzt. Unsere Hüterin Ilshe hat einen solchen Stab für mich anfertigen lassen. Für die Zeit, in der ich ihren Platz einnehmen würde. Okay.
Ihr wärt bestimmt eine gute Hüterin geworden. Ihr habt also euren Stab niemals erhalten. Es sieht nicht danach aus, oder? Und warum kümmert euch das überhaupt? Aber genug davon. Ich möchte weitergehen. Aber plus zwei. Dann gehen wir mal da in die Schenke. Nida, Gast, Gast, Gast. In Ordnung. Haben wir da was zum Abgeben? Also, wie viel noch? Jagd auf Plünderer. Ein paar von uns Waisen haben ihre Sachen verloren, als wir letzte Nacht auf der Straße gespielt haben. Wir haben fast nichts, also sind uns diese Sachen wichtig. Unsere Amme sagt, wir sollen um Hilfe bitten, weil sich jetzt jemand um uns kümmert. Wir haben eine Heugabel, einen Hammer, ein paar Schuhsohlen und hier wurde offenbar etwas unleserlich gemacht, eine Puppe verloren. Wir möchten gerne Kuchen. Bitte helft uns. Diese lieben kleinen Waisen. Eine Nachricht auf einem schmierigen Stück Pergament, das offenbar aus einem religiösen Buch gerissen wurde. Danke für das Buch. Wir haben viel Spaß damit. Wir wollen auch Mutter Lena danken, weil sie uns das Buch geliehen hat. Wir haben etwas für sie. Ein paar Kräuter, die wir selbst gesammelt haben. Sie sind in der Kiste. Kann jemand sie in Lianas Bett legen? Sie wird sich über die Überraschung freuen. Ihr Bett riecht dann nach Rosen und Lavendel. Okay, ein Geschenk für Melisse. Eine hastig hingekritzelte Notiz. Jemand muss etwas unternehmen gegen diese verrückte Vetteln, die hysterisch werden und versuchen, Leute zu töten, die nur Spaß haben wollen. Bestimmt ist ihre Schwester schuld. Sie ist so verrückt wie Melisse. Gegen sie sollte auch wer was unternehmen. Aber sie lebt weit weg in Denerim. In dieser Stelle wurde ein Satz unleserlich gemacht. Die Weisen der Verderbnis haben Angst vor dieser verrückten Frau Melisse. Jemand muss sie verscheuchen. Mit einer Vogelscheuche vor ihrem Haus. Mit einem Messer. Darunter ist eine einfache Karte gezeichnet, die den Weg zu Melisses Haus zeigt. Die armen Waisen der Verderben. Wenn das Waisen sind, genau so wird es geschehen. Dann wie ihr wünscht. Küchenmesser. Wo ist der Kuchen? Ich brauche Kuchen noch. Sorcha? Ich bin gleich bei euch, Fremder. Bitte nimm Platz. Ja, aber ich suche Nida. Nein. Ach, hier. Ach, schon mit einem anderen Mann. Ja, das ging schnell. Ich kenne diese Person nicht, Bran. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Meine Begleiterin fühlt sich in Gesellschaft Fremder nicht wohl. Ich bin Aiden, Kommandant der Grauen Wächter. Seid ihr Nida, Kinans Frau? Ja, ich bin Nida. Es ist etwas geschehen, nicht wahr? Ich, Liebling, könntest du uns einen Augenblick allein lassen? Ist Kinan tot? Ja. Er ist beim Versuch gestorben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das waren seine Worte, nicht wahr? Das ist sein Ehering. Vielen Dank, dass ihr ihn mir zurückgebracht habt. Kinan hat immer gesagt, er habe sich den Wächtern angeschlossen, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Aber war es wirklich besser für mich, ganz allein in einem fremden Land zu sein und mich fragen zu müssen, ob wir jemals eine Familie gründen werden? Ihr betrügt ihn, nicht wahr?
Er war immer monatelang fort und häufig gab es nicht die kleinste Nachricht von ihm. Hätte ich vielleicht ewig auf ihn warten sollen? Er hat vergessen, dass ich eine lebende, atmende Frau bin und nicht nur ein Symbol für etwas, wofür er kämpft. Auch die Liebe hat ihre Grenzen. Quest absolviert. Hoffentlich ist das mit Severn bei uns anders. Gut, wir haben etwas abgeschlossen. Jetzt heißt es eigentlich in den Vendalwald. Wir könnten noch zur Kirche und die Kräuter in das Bettchen legen. Also die Weisen, die sind schon Schlitzohre. Grün. Ach, das war die... ja, ja. Weiß wieder wer. Die Zwergin. Was machen wir als nächstes? Die Stadt jagt auf Plünderer. Jagd auf die Plünderer. Ja, dann mal viel Spaß beim Suchen, ne? Aber sofern das in der Stadt ist, einen Hammer sehe ich schon mal von hier oben. Die können... Ich glaub nicht, wie sehr ich mich auf eine warme Mahlzeit in der Festung freue. Stadtwache, Stadtwache, Puppe. Wie sieht die Puppe aus? Wie ihr wünscht. Geht jetzt noch? Bürger, Bürger. Mich nimmt Wunder, wo die Schuhsohlen sind. Kuchen, Schuhsohlen. Tatsächlich. Tatsächliche Schuhsohlen. Kuchen. Jetzt wäre dann die Vogelscheuche, ne? Dann muss ich wahrscheinlich außerhalb schauen. Wie groß die Tore sind, die werden auch echt schwer zu verteidigen. Lass mich raten, hier ist die Vogelscheuche. Messer rein. Dann war es noch nicht. Eine Kiste. Ah, das ist der Ring, der schieß mich tot. Ihr wisst schon welchen. Auf 60. Wir erhöhen ihre Vitalität. Magie. Magie ist das, was ich jetzt noch eher bei ihr sehe. Und sie geht ja auf Zerstörung. Machen wir den mal noch voll. Dann haben wir hier die... Weshalb es jetzt wieder weggeworfenes Tagebuch? Okay. Jetzt nimmt... Ja, und hier ist ein Karren. Also da kommen wir gar nicht weiter nach hinten.
Baum. Ah, riecht ihr das? Das ist der Geruch der Freiheit. Er ist natürlich versetzt mit dem Geruch von Hunden und Staub, aber dennoch steckt auch Freiheit darin. Ihr haltet nicht viel vom Zirkel der Magie, oder? Ich bin 7-mal aus dem Turm geflohen. Nach meinem letzten Versuch haben sie mich 1 Jahr lang in Einzelhaft gesperrt. Ich bin mir sicher, irgendwann hätten sie mich als Malefica gebrandmarkt und hingerichtet. Egal, ob es wahr ist oder nicht. Ich bin überrascht, dass sie es nicht bereits getan haben. Aber sie sind doch keine Mörder. Sie töten Magier nur, wenn sie beweisen können, dass sie gefährlich sind. Zum Wohle aller. Das Problem ist, dass Magier toleriert werden. Wenn sie Glück haben. Es ist, als bräuchte man eine Erlaubnis, am Leben zu sein. Es gibt nichts, was ein Magier tun kann, um sich zu beweisen. Alle müssen vor einem beschützt werden. Punkt. Es muss einen besseren Weg geben. Das Reich von Tevinter kennt einen besseren Weg. Aber wir wissen ja, dass dieses Argument hier nicht zählt. Alles, was ich will, ist ein hübsches Mädchen, eine ordentliche Mahlzeit und das Recht, Narren mit Blitzen zu beschießen. Deshalb bist du seinerzeit mit Gronkh im Bett gelegen? Ich mag mich an das Let's Play erinnern von ihm. Aber okay. Das klingt doch vernünftig. Das geht doch... Große Macht birgt große Verantwortung mit sich. Und bringt sie auch Verdächtigung, Ächtung und Verlust jeglicher persönlicher Freiheiten mit sich? Ach, beachtet mich einfach gar nicht. Mir wird nur immer wieder bewusst, dass ich nicht mehr in einer Zelle sitze. Und dann muss ich eben grinsen. Das ist alles. Ja, Sir Nase weiß. Hat er ihn aus dem Sack gelassen? Ah, noch einen Schmuggler. Dorfbewohner. Steffen. Weiche Erde. Also wenn da mal nicht die Puppe mit dem Messer reinkommt. Also die weisen Kinder, die machen mir langsam ziemliches Bedenken. Die sind... Die werden immer radikaler, finde ich. Wiedergutmachung. Eine mit einem rostigen Nagel an der Anschlagtafel befestigte Nachricht. Die Vogelscheuche war toll, aber jemand hat sie umgeschmissen und dabei Melisse Tomatensträucher kaputt gemacht. Melisse hat wegen ihrer Tomaten geweint und sie hat uns sehr leid getan. Wir sind arme Waisenkinder und wissen nicht, was richtig ist. Wir wollen Melisse Entschuldigung sagen. Sie mag Blumen, aber wir wollen nicht, dass Melisse uns wieder mit der Harke verfolgt. Also können wir ihr die Blumen nicht selbst geben. Kann jemand Blumen suchen und sie für uns vor Melisses Haus legen? Die Weisen der Verderbnis. Verderbnis. Plünderer. Schuhsohlen. Puppe, Kuchen. Ein paar Weisen verloren in der letzten Nacht auf der Straße. Hier. Und wir möchten gerne Kuchen. Ja, ich hab doch alles. Wir haben eine Heugabel, das wäre es noch, ne? Ja, also die Sovereigns wären ja nicht die großen Probleme. Dann müsste ich jetzt eine Heugabel noch finden.
und Blumen. Eine Truhe. Der Krämerartiger. Die Heugabel ist doch sicher draußen. Flüchtling, Flüchtling. Wo ist die Heugabel? Das sind Gräber. Flüchtlinge. Stefan. Ich wusste, ihr würdet es hierher zurückschaffen. Habt ihr dieses Ding, das ich euch gegeben habe, verkauft? Falls nicht, hoffe ich, ihr zielt noch einen guten Preis dafür. Seid ihr sicher, dass ihr nicht mit Verderbtheit der dunklen Brut infiziert seid? Ich? Nein, ich fühle mich gut. Ihr denkt doch nicht, ich... Vielleicht sollte ich einfach gehen. Der war seltsam. Der war jetzt echt seltsam. Nein. Und eine Heugabel sehe ich auch nicht. Die haben es gut versteckt. Dorfbewohner. Wenn die dunkle Brut kommt, sind wir alle tot. Vielleicht. Flüchtling. Niemand aus meiner Familie ist mehr am Leben. Meine Frau, mein Sohn. Stück einer Notiz. Jetzt möchte ich da nach oben. Die dunkle Brut hätte eigentlich verschwinden müssen, nachdem ich der von einem Schiff gehört, das nach Orléans abgehen soll. Ist es jetzt schlimmer als vorher? Ich wünschte, ich könnte mir die Überfahrt leisten. Ich gehe mal hier hinauf. Jep. Dort kommen wir gerade dorthin, wo wir hin möchten, nämlich zu Stück einer Notiz. Und wieso du das nicht aufhebst, ist mir ein Rätsel. Quest aktualisiert. Bis dass der Tod uns scheide, finde den Ehemann der besorgten Frau. Du bist ein weiteres Stück einer Notiz von Almas Ehemann gefunden. Er scheint verzweifelt darüber, dass er ihr ihren Traum, ein altes Haus zu kaufen und zu restaurieren, nicht erfüllen konnte. Das Haus selbst konnte dir vielleicht weitere Hinweise liefern. Okay. Bis der Tod uns scheidet. Jetzt müssen wir halt noch die entsprechende Hütte finden. Oder das Haus, besser gesagt. Aber wegen dem... In Ordnung. Nehmen wir gerne. Ich würde ja vermuten, es müsste eines der hier unten stehenden sein. Oh, nee. In Ordnung. Informiere Alma über den Tod des Ehemannes. Wieso? Okay. Also, es ist nicht okay. Also, das hätte doch einfach um Hilfe fragen können. Ich meine, ich mache ja so viel. Da hätte es doch sicherlich eine Möglichkeit zur Unterstützung gegeben. Und wenn alle Nachbarn mithelfen, dann dürfte das, sage ich, gut gehen. Ich bin erfreut. Alma, schlechte Neuigkeiten. Er hat sich erhängt? Warum hast du nicht mit mir geredet?
alles auf dieser Welt ist endlich. Ja, das hoffe ich auch. Mit einem anderen verloren. Dass alles endlich ist. Weil dann ist man endlich fertig. Jetzt ist Wiedergutmachung. Blumen. Eigentlich müsste das ja gehen. Blümchen hätte ich hier dabei. Stadtwache. Aber es zeigt es noch nicht an. Ottmar der Krämer. Okay, was hast du? Ah, er hat vor allem goldene Vase, Magusschutz, Wappen der Stadt Amaranthen. Plus 4 auf alle Attribute, schnelles Ziehen, Magier-Mana-Regeneration, Zauberkraft. Ja, ich sehe, das ist die Häute des Hüters. Okay. Ja, knapp ein Sovereign würde das geben. Ich muss mal kurz durchschauen bei denen, ob wir hier Blumen kaufen können. Schneekugel. Der Eduken. Legion der Toten. Stadtwache. Wenn irgendwer mit diesen Schmugglern fertig werden kann, dann sind es die grauen Wächter. Kann diese dunkle Brut nicht einfach sterben? Könnte sie, will sie aber nicht. Huberts Versteck. Heugabel, auch nicht hier. Das Blut ist irgendwie zweigeteilt. Der Kollege. Was haben wir hier? Der hat extrem viel, aber hat er auch Blumen. Sehe ich jetzt auf markloser Rubin. Den muss ich wieder zurücknehmen. Baron vom Drachengipfel. Muss ich das noch speziell finden? Kann sein. Die Frage ist ja nur, wo? Mavrats Monument. Wie schön, euch wohl aufzusehen, Kommandant. Treppe zum Wehrgang. Stadtwache. Stadtwache. Ich sehe jetzt nichts. Heugabel. Haben Sie Poseidon gespielt? Dann haben mein wir. Hass hat meinen Verstand nicht verdrängt. Wow, sie spricht mit mir. Und das freiwillig. Fangen jetzt etwa auch Nugs an zu fliegen? Vergesst es. Echte Hassliebe. Echte Hassliebe. Ich hab schon fast Mitleid mit ihr. Sie sah aus, als wollte sie sich die Kleider vom Leib reißen, um sich am ganzen Körper kratzen zu können. Bitte, den Anblick braucht nun wirklich keiner. Ich bin erfreut. War wahrscheinlich wieder weniger das, was... Aber wieso kann ich die Sovereigns nicht abgeben? In Ordnung. Weil mehr als genug hätte ich ja. Dann möchte ich aber den Anblick mal sehen.
ob sie sich wirklich kratzt. Diese verdammte Robe. Sie ist so grob, dass sie juckt. Die ehrwürdige Mutter einer Stadt dieser Größe verdient etwas Besseres. Die Leute sind in geistlichen Dingen einfach viel zu nah. Also, wenn die mal nicht ein wenig einen radikalen Tick hat.